Hier war der Checkpoint? Junge, das ist doch nicht der Ernst, Alter. Wie weit man auch immer wieder zurückgeschossen wird, ne? Och, oh. Da darf ich nicht drauf. Och, Mann. Yo, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu Tag Nummer 2 unserer Turnierwoche mit Danja. Hallo. Und vielleicht zwischendurch auch Lena und Tom, mal gucken. Aber heute geht es erstmal weiter mit Danja. Okay. Mittlerweile steht es ja 2:1 für mich. Ja, leider. Das Obi-Turnier ist unentschieden ausgegangen. Das Hide and Seek habe ich gewinnen können. Und heute machen wir das Troll-Obi-Turnier. Mhm. Wie läuft das ab? Natürlich können wir so eine Troll-Obi nicht bis zum Ende schaffen, weil die viel zu lang ist. Ich habe 3 Troll-Obis ausgesucht. Mhm. Und wir haben in jeder Obi heute 6 Minuten Zeit. Ja, und wer am wenigsten getrollt? Ja, und wer am weitesten kommt, der gewinnt halt die Runde. Ach so, okay, alles klar. Du nimmst den Timer, nehme ich an. Genau. Und wir starten in 3, 2, 1 und go. So, das ist... Ja, sehr stark, Danja. Sehr gut, das war auf jeden Fall ein starker Start. Hä? Was war das denn? Was war was? Warum bin ich denn da jetzt gerade gestorben? Ja, keine Ahnung, was du gemacht hast. Wurdest du getrollt? Oh, Mann! Oh, Mann. Dann immer diese Sprüche, brauchst du einen Verband? Ja, ich check's auch nicht. Hier wahrscheinlich. Boah, immer noch. Das ist doch keine Troll-Obi, die funktioniert doch ganz normal. Hä? Was ist denn los mit dieser Obi hier? Weißt du, das, also ich glaube, Khan, das ist gar keine Troll-Obi, sondern das ist eine normale. Und der Troll an dieser Troll-Obi ist, dass das eine normale Obi ist, die ganz normal funktioniert. Ja. Und die einfach Troll-Obi heißt, um die Leute zu nerven. Bin ich ganz ehrlich. Ich bin mir sehr sicher, dass das so ist. Yes, okay, ich wusste es. Okay, darf ich da jetzt drauf? Okay, das ist mein erster Checkpoint. Okay, also wir gucken natürlich nach Stage, was rechts steht, ne? Oder wir gucken, wo wir wirklich... Obwohl, das wäre nicht fair, weil wenn man gerade stirbt, dann muss man ja von hinten spawnen. Also wir gucken auf die Stage, wo wir sind, okay? Mhm. Ach, ja, war ja toll. War ja ein guter Troll. Toller Troll. Okay, Danja ist noch hinter mir, das ist schon mal gut. Ja, ich check das hier nicht. Ja, ich darf dir leider nicht helfen, weil es ist immer noch eine Troll-Obi, Danja. Okay, warum verschwindet das? Ich darf dir leider nicht helfen, weil es ist immer noch eine Troll-Obi-Khan. Ja, es ist auch eine Troll-Obi. Was soll ich denn machen? Oh, Checkpoint. Juhu. Ah ja. Ja, okay, na gut. Ja, aber danach wird es schon wieder ein bisschen schwierig tatsächlich. Und wir haben schon gleich fast die Hälfte von der ersten Obi um, dann ja, ne? Echt jetzt? Schon? Oh, ist das schlimm. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist für unsere Nerven. Aber wie gesagt, es ist Tag 2 der Turnierwoche. Ne? Mhm. Vielleicht habt ihr die Videos gestern schon gesehen. Beim Obi-Turnier war ja auch wieder Lena dabei. Und die hat für die eine oder andere Überraschung gesorgt, muss man sagen. Hier war der Checkpoint? Junge, das ist doch nicht der Ernst, Alter. Wie weit man auch immer wieder zurückgeschossen wird, ne? Och, da darf ich nicht drauf. Och, Mann. Ganz ehrlich, Alter, da kriege ich ja echt eine Krise. Danja, noch mal ganz kurz zur Info. Ich will jetzt keine Info. Wir gucken auf die Stage. Nicht sozusagen, wo wir gerade sind. Na, also sozusagen, wenn wir in der gleichen Stage sind, dann ist das ein Unentschieden. Okay, sehr gut. Und nicht nur, weil du gerade ein paar Meter vor mir bist, dass das zählt. Es zählt die Stage, okay? Ja, ich bin hoffentlich gleich bei der nächsten Stage. Bitte, bitte, bitte jetzt nicht trollen. Oh, okay. Ich bin jetzt, glaube ich, eine Stage weiter als du. Ja, aber ich bin direkt hinter dir. Also im Endeffekt sind wir gerade bei der gleichen Stage. Okay, was ist jetzt hier los? Was muss jetzt hier gemacht werden? Das ist die große Preisfrage, nicht wahr? Ah, schade. Ach, Mann. Muss man jetzt da nach oben oder was? Ich komme doch nicht da nach oben. Oh. Danja, wir haben noch 2 Minuten in dieser Obi. Mhm. Und es sieht danach aus, dass wir in der ersten Obi zumindest noch beide einen Punkt bekommen, weil es unentschieden ist. Ja, das sieht tatsächlich danach aus. Oh, ich hasse das, ne? Ich hasse es so sehr. Oh. Mal Shift-Lock hier. Also ich bin auch nicht gerade ein Freund davon. Ich hasse das so, so hart. Keine Ahnung, wer sowas mal in Obis einbaut, aber ganz ehrlich.
lass mich einfach in Ruhe. Wir werden uns nicht anfreunden. Das ist furchtbar, wirklich. Oh mein Gott. Was? Och, Mann. Ich muss diese Obi gewinnen. Ich muss zumindest die Stage... Okay, wir haben noch knapp eine Minute. Wenn ich diese Stage schaffe, dann bin ich zumindest eine Stage vor Danja und würde vielleicht dann gewinnen in dieser Obi. Mhm. In der Minute müsste erstmal nach da oben kommen. So. Boah, ey, das ist doch einfach nur Kacke hier. Oh, ich hasse es so sehr. Ah, Khan, wie machst du das denn immer, dass du da hochkommst? So, you just died. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, jetzt habe ich nur noch 42 Sekunden Zeit. Oh, und wir sind bei der gleichen Wir sind gerade mal bei Stage 2. Wie schlimm ist das? Krise. Du warst doch gerade schon oben. Ich war eins weiter oben, ja, aber nicht ganz oben. Ey, ich sag's, es ist, ne? Das macht mich alle. Das ist einfach, das ist... Okay, schaff, komm. Das ist das Schlimmste, das ist einfach nur das Schlimmste. Oh, komm schon. Ich glaube, ich kann das hier direkt schon aufgeben. Ich kann das ja gar nicht mehr schaffen. Och nein, ich wusste es. Okay, Danja, ja, Zeit ist um, endlich weg. Und wir sind hier beide bei Stage Nummer 2, das heißt, die erste Troll-Obi geht unentschieden aus. Wir wechseln direkt mal zur zweiten. So, das heißt, wir kriegen beide gerade jetzt einen Punkt, weil wir beide ja sozusagen gewonnen haben in dem Fall. Also, hab ich verstanden. Troll-Obi Nummer 2 und wir haben wieder gleich 6 Minuten Zeit, um so weit zu kommen, wie es nur geht. Ja. Okay, alles klar. Komm mal, wir müssen, glaube ich, zu Stage Nummer 9, weil da bin ich die ganze Zeit, weil wenn ich gleich sterbe, starte ich die ganze Zeit von 9. Das heißt, komm mal Richtung 9. Also wir starten erst ab Stage Nummer 9. Okay, stark. Was musstest du da machen? Einfach über die Mitte? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Oh, dann ja stark. Ich wünschte, ich könnte es dir sagen, aber ich habe echt keine Ahnung. Ja, warte, hey, du bist gleich, ich glaube, du bist gleich bei 9 schon. Du bist jetzt bei 6. Ich kann doch einfach bei 9 warten. Bin ich dumm? Ich bin so dumm. Ja, manchmal so. Okay, alles klar. So, ab hier... Dann jetzt 6 Minuten und go. Hä? Okay. Oh, Danja, jetzt hast du mir mein Boden weggenommen. Ich? Ja. Hallo, was ist das denn? Was ist was denn? Das wäre jetzt ganz frustrierend. Ja, das kannst du aber wissen, sag ich dir. Oh. Oh, ich krieg hier die Krise. Ich krieg auch die Krise. Okay, das ist schon mal... Hä? Hä? Ach so. Okay, ich hab's verstanden. Also in der ist es jetzt tatsächlich, dadurch, dass die Stages etwas kürzer sind, sag ich mal. Ja, wir kommen auf jeden Fall ein bisschen weiter. Ja, also aber wir kommen einmal weiter. Und es ist natürlich, wenn einer halt nur so ein kleines bisschen vor dem anderen ist, dann kann das ja schon einen Unterschied machen. Ja, eine Stage reicht ja schon. Oh, ich bin so blöd. Ich hasse diese Obis, ne? Die sind einfach... Oh, es riecht mich so hart auf. Hä, was muss man denn hier machen? Hä? Mann! Oh, was ist das für ein frustrierendes Turnier gerade? Ja, Khan, ich weiß es auch nicht. Du hast es selber zuzuschreiben, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Okay, okay. Und schon mal weiter. Okay, hier nicht. Okay. Okay, Danja ist noch bei Stage 15. Ich bin gerade ein vor ihr. Das ist schon mal gut. Hä, wie bist du denn hier vorbeigekommen? Ich check's nicht. Tja, das ist dann dein Problem. Ja, es ist möglich. Und wie ist es möglich? Das raff ich jetzt irgendwie nicht. Hä? Wie Zeit haben wir noch? Okay, die Hälfte ist gleich um, Danja. Khan, wie komme ich denn da weiter? Was ist das denn hier? Ah. Ich muss dich aufhalten, okay. Aber okay. Wie musst du mich aufhalten? Wie musst du mich aufhalten? Das verstehe ich jetzt nicht. Ah, okay.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was muss ich finde den Teleporter? Komm, Kumpel, du musst jumpen. Do it for the team. Oh, natürlich. Oh, jetzt habe ich mir den Weg nicht gemerkt. Och, Kahn, das regt mich zu hart auf. Können wir was anderes spielen? Adopt Me oder so? Ja, also ich würde jetzt gerade auch gerne Adopt Me spielen, aber wo ist denn jetzt... Oh, jetzt Kahn, verliere ich hier Zeit, weil dann ja auch gleich kommt. Ich kann das alles nicht mehr. Das macht mich fertig und ich will weinen und das ist einfach... Wo ist denn der Teleporter? Dann hast du noch 2 Minuten. Streng dich an. Es geht. Ja, es geht um die Turnierwoche. Es geht gerade darum, dass ich einfach nur heulen will, wenn mich das so fertig macht, dieses Spiel. Okay. Ich will es einfach nicht. Ich will das einfach nicht. Oh. Ja, aber wo ist denn jetzt... Oh, Danja ist jetzt auch gleich hier. Ich krieg die Krise. Kann, ja, bin ich. Aber wo ist denn jetzt der Teleporter? Oh, guck mal, Mr. Glob ist auch wieder hier. Schön. Macht beim Turnier direkt mit. Mann, wo ist denn jetzt dieser Teleporter? Danja ist gleich da. Was denn für ein Teleporter? Oh, toll. Jetzt bist du schon wieder bei der gleichen Stage, ne? Was für ein Teleporter? Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Finde den Teleporter. Okay. Hä? Wo bist du denn jetzt runtergehüpft? Ich habe keine Ahnung. Wie jetzt? Du hast keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wie ich durchgekommen bin. Ich bin auf einmal hierhin teleportiert worden. Was hast du denn vorher... Oh, ich habe es auch geschafft, okay. Oh, warum hast du es denn jetzt auch geschafft? Ja, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie... So, okay. Irgendwo hingelaufen einfach. Also ich bin bei Stage 20, du jetzt bei Stage 19, ne? Ich bin bei Stage... Mein Gehirn kann das alles nicht mehr. Ja, du siehst es ja rechts. Du musst nur rechts einmal kurz schauen. Dann siehst du schon. Was sehe ich rechts? Ich sehe gar nichts. Ja, rechts siehst du doch die Liste, wenn du die ausklappst. Nee, kann, ich sehe überhaupt nichts mehr. Ich will nicht. Du musst mit Tab einfach. Okay, ja, Zeit ist um. Ja, ich weiß. Ja, ist schön, jetzt hast du gewonnen und ich habe mich vollkommen umsonst so fertig gemacht. Du hättest einfach nur oben langlaufen müssen. Ja, ist okay. Okay, so, alles klar. Das ist ein Punkt für mich. Damit steht es 2-1. Das heißt, ich kann heute nicht mehr verlieren, sondern vielleicht nur noch ein Unentschieden. Warum steht es 2-1? Wir haben in der ersten OB Gleichstand gehabt. Bist du doof? Ja, wir haben beide einen Punkt bekommen. Bist du doof? Hä? Ach so, ja, jetzt hast du, okay, na gut. Ich dachte, wir kriegen gar keinen Punkt dann. Macht doch keinen Unterschied. Auf jeden Fall bin ich einen Punkt vor dir. Alles klar, wir sind in der letzten, ja, Troll oder auch, keine Ahnung, OB. Auf jeden Fall ist sie ziemlich hart. Ach, nicht noch eine harte Troll-Lobby. Okay, warum bin ich ein Noob? Ich weiß nicht, warum ich ein Noob bin, aber es macht jetzt auch keinen Unterschied. Okay, wir sehen wieder die Stages und ich mache den Timer wieder. Ja. 6 Minuten ab jetzt. Go. Ja, du bist ein Noob jetzt, ne? Ja, okay, also das scheint zumindest keine Troll-Obi zu sein, sondern einfach nur eine, die ziemlich schwer wird. Vielleicht wird sie uns noch später trollen. Das ist noch so ein Tutorial. Das muss man eigentlich gar nicht so... okay. Danja? Ich glaube, das muss man eigentlich gar nicht machen. Ja, klug gelöst, klug gelöst. Also die ersten Stages müssen wir eigentlich gar nicht machen. Ja. Da kannst du einfach vorbeilaufen. Das heißt, es geht ab Pink, glaube ich, erst richtig los. Okay, aber ich muss ja nicht auf dich warten, ne? Nee, du musst nicht auf mich warten. Das wäre ein bisschen weird, wenn wir ein Turnier machen und du dann in dem Turnier auf mich wartest. So, so. Also eine Obi, die immer schwieriger wird. Ja, also trollen tut die ja nicht zum Glück. Das eigentlich nicht, ist schon mal aber ganz sie gut. War als Troll-Obi irgendwie auch gekennzeichnet. Ist aber nicht schlimm. Dann haben wir zum Abschluss eine, die deinen Nerven jetzt vielleicht nicht so wehtut, Danja. Ja, du bist halt immer noch dabei, ne? Ja, das stimmt. Hä, ich will niemanden einladen, hallo? Doch, lad mich doch ein. Du bist doch schon da. Ja, und? Kannst mich auch mal einladen, so ein bisschen nett. Nicht immer nur sagen, ja, join nach. Ja, okay, das mache ich beim nächsten Mal, okay? Ja, danke. Okay, ich bin gerade vor Danja, was schon mal sehr gut ist. Also im Endeffekt, wenn jemand hier gleich einen Fehler macht, ist eigentlich schon vorbei. Aber es sieht danach aus, dass das Troll-Obi-Turnier an mich geht. Ja, außer du machst einen Fehler. Ja, aber ich glaube, man hat auch ein Leben hier. Also man hat so eine, Gesundheit. Lebensanzeige, ja. Genau, man hat eine Lebensanzeige. Also es ist mit Abstand die einfachste Obi heute. Ja, definitiv, definitiv. Bisher noch. Bisher. Wer weiß, was noch kommt jetzt, also in dieser Obi. Also das ist die letzte Obi für heute. Hä, aber bei heißt Tag die Nummer denn zwei. Troll Obi? Also es stand auch Troll irgendwo drinne. Ach so. Aber ich glaube, der Name ist jetzt nicht Troll Obi, aber alle anderen Troll Obis, die ich gefunden hatte, die hatten wir ja schon. Und ich wollte jetzt keine nehmen, die wir schon hatten. Okay, let's go, let's go, let's go.
Na, ich glaube, Danja, das wird nichts. Weil du bist immer akkurat 2 Level hinter mir. Ja, da hast du den Anfang ein bisschen verschlafen, ne? Ja, das Problem war, dass ich am Anfang noch nicht auf Spielen gedrückt habe, als du schon losgelegt hast. Und das hat dann halt so extrem lange geladen. Das ist natürlich nicht so klug, ne? Vielleicht habe ich dich da ja getrollt. Ich weiß es nicht. Okay, okay. Oh, okay. Ja, also man hat so eine gesunde, also Health Bar. Also eigentlich kann uns nichts passieren. Und die lädt sich auch wieder auf. Ja, toll. Ja gut, man kann aber runterfallen. Ja, gut. Aber wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass du runterfällst, weil so schwer ist die jetzt nur wirklich nicht. Okay, ja, okay, es geht. Es wird ein bisschen anstrengender. Also nicht mal ich bin runtergefallen. Und das hat ja schon echt was zu heißen. Auf das zu sagen. Dann falle ich gleich runter. Weil ja. Man hier eigentlich gar nicht runterfallen kann. Das wäre witzig. Oh Gott, das war knapp. Okay. Jetzt wird schon ein bisschen herausfordernder, muss ich sagen. Ja, jetzt bin ich einmal runtergefallen. No. Ja, aber ich habe nicht gesehen, dass es da runtergeht. No. Ich glaube, selbst wenn du einmal runterfällst, das respawnt hier so schnell. Die Obi hat halt einen sehr guten Flow. Ach so, okay. Ich ja gut, dann ist natürlich schwierig. Ich glaube, das jetzt. Könnte halt echt relativ... Was war das? Ach so, ich bin so blöd. Ich bin einfach, oh mein Gott, ich habe so Glück gehabt. Could be impossible, dich jetzt aufzuholen. Oh, jetzt bin ich auch runtergefallen. Ja, es sei denn, ich falle jetzt die ganze Zeit runter. Aber ich glaube auch nicht, dass du mich einholst. Das heißt, wahrscheinlich Tag Nummer 2 und die Obi von Tag Nummer 2 oder das Obi-Turnier geht an mich, Danja. Wie fühlt sich das denn an, schon wieder zu verlieren? Ja, nervt mich schon, ne? Na gut, aber ich kann dir auch sagen, also wir haben nicht nur Obi-Turniere. Mhm. Wir haben auch ein paar andere Challenges, sag ich mal so. Ja, toll. Ja, aber die sind jetzt nicht so typisch, dass ich die jetzt gewinnen kann. Ja, weiß ich nicht. Hä? Da du die Regeln machst. Ja, aber, also sorry. Oh, jetzt also, bin ich da runtergefallen. Ich mach ja nicht die Regeln. Es ist ja vielmehr so, dass ich die Spiele vielleicht mal aussuche, aber Spiele, die wir beide noch nicht gespielt haben. Mhm. Also jetzt zum Beispiel bei dieser Obi. Mhm. Und fast jede Obi haben wir ja gemeinsam gespielt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ey, warum stelle ich mich gerade so blöd an die ganze Zeit? Okay, Zeit ist um, Danja. Oh. Und du bist bei Stage 76, ich bin bei Stage 79. Und damit geht das Troll-Obi-Turnier an mich, Khan. Und damit führe ich mittlerweile bei der Turnierwoche 3-1. Oder? Ja, 3-1. Ja, 3-1. Ich führe 3-1. Weil das erste Spiel ist ja unentschieden ausgegangen. So, Leute, heute kommt ein weiteres Turnier. Und zwar werden wir heute dann ja um 17 Uhr noch ein Brookhaven-Turnier, das ist wahrscheinlich schon online, falls ihr das jetzt erst später gesehen habt, ein Brookhaven-Turnier machen. Und was uns da für Aufgaben erwarten, werdet ihr dann um 17 Uhr sehen. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö.